Wer gibt sich als erster eine Blöße bei den Safeties? John Higgins hat eine lange rote liegen lassen und genau die schnappt sich Judd Trump. Er hat zwar versucht, den Spielball da wieder hochzuholen, aber wenn Rot nicht gefallen wäre, wäre es mehr als fraglich gewesen, dass da kein Einsteiger für John Higgins liegt. Also ein Ball mit höchstem Risiko. Der dritte Titel für Judd Trump nach den China Open 2011 und der UK Championship 2011 oder der 25. Titel für John Higgins. Die Frage ist noch immer offen. Aber wer auch immer sich hier durchsetzen mag, das war ein absolutes Klassefinale. Mitreißende Breaks, exzellente Safeties, Spannung ohne Ende, überraschende Wendungen. Also alles dabei, was man sich nur wünschen kann. 13. Und beide Spieler haben maßgeblich und entscheidend dazu beigetragen, dass das ein so hochklassiges Finale war. Ein bisschen zu weit. Da schaut er wieder ganz gequält. Hier zu sehen, die rote, die er spielen wollte. Und auch zu sehen und vor allem zu sehen, dass er da nicht mehr rankommt. Bei den drei Roten neben Pink, da scheint auch keine Kombination zu liegen. Er hat sich diese Dreiergruppe nochmal genau angeschaut. Also entweder safe oder die Rote dort oben lang. Aber das wäre wieder das sprichwörtliche freche Snooker von Judd Trump. Und da turnt da wieder jemand auf der Tribüne rum. Und das in dieser angespannten Situation. Und stört damit natürlich Judd Trump. Der muss jetzt komplett die Konzentration neu aufbauen. Aber das hat er geschafft. Und er hat sogar die Fortsetzung. Er schaut da gar nicht mehr rot hinterher, wusste schon. Der Feld schaute nur noch dem Spielball hinterher. Wo bleibt der liegen? Der wieder mit rechts. Riesige Aufholjagd von John Higgins. Kompliment. Aber was ist es wert?
31. Jetzt sind sowohl Pink als auch Schwarz da natürlich blockiert. 32. Zumindest weitestgehend blockiert. Schwarz passt an der linken Roten vorbei, aber er muss natürlich richtig an Schwarz rankommen. Und da verstellt er sich. An Pink kommt er jetzt nicht ran. Und an Schwarz liegt er zu nah dran. Wieder eine Kleinigkeit. Aber eine entscheidende. Das gibt jetzt eine Safety. Er sucht da schon einen sicheren Ablageplatz. Braun spielt er jetzt. Safe auf Braun. Judd Trump, 36. John Higgins, mindestens ebenso risikofreudig wie Judd Trump. In einer solchen Situation, wo die meisten darauf achten würden, dem Gegner keine Chance zu lassen, setzt John Higgins alles auf eine Karte mit dieser riskanten Roten. Ähnlich wie zuvor natürlich auch Judd Trump. Und jetzt hat er da die Farben ja frei. Muss ich dafür die Roten noch ein bisschen besser stellen. Und genau das hat er jetzt auch in Angriff genommen. Das war ein sehr effektiver Ball, denn die Roten liegen jetzt erheblich besser als zuvor. Da arbeitet er noch mal ein bisschen nach, aber dies ist alles immer sehr schön mit diesen kleinen und sehr kontrollierten Kontakten. Twenty-nine.
Seite. Was mag da in Judd Trump vorgehen? Die Stellung verloren, als er die Chance hat. Und es war ja wirklich eine Zentimeterangelegenheit. Judd Trump wird jetzt vor allem auf diese rote rechts an der Bande hoffen, denn das ist ein Bremsklotz. Und ohne diese rote kann John Higgins den Frame nicht sicher machen. Aber diese Rote holt sich John Higgins jetzt beinahe perfekt in den Tisch rein. Einfach ist die noch immer nicht, aber jetzt ist sie lochbar. Der nächste riesige Ball. Und das, obwohl der Spielball da direkt an der Bande lag. Sechzehn Punkte Vorsprung vor den Farben für John Higgins. Braun ist der Frayball. Und das ist gut für John Higgins, denn blau ist da ja der nächste Bremsklotz. Frameball gelocht. 61. Da geht natürlich nichts, da musste er safe spielen. Aber diese 61 Punkte, ein entscheidender Schritt in Richtung Titel. Judd Trump versucht es natürlich weiter. Einen Snooker braucht er,
Das ist es noch nicht. Da rutscht der Spielball wieder hinter Schwarz hervor. Aber das war brillant von John Higgins. Wehrt sich gegen die Snooker von Trump seinerseits mit einem Snooker. Und der verfehlt Blau, gibt nochmal 5 Foulpunkte weg und gibt danach das Match auf. Mit 10:9 gewinnt John Higgins, krönt seine Aufholjagd und holt seinen 25. Titel. Eine bittere Niederlage für Judd Trump. Dazu habe ich übrigens auch schon einen Blog geschrieben, den Sie bei uns im Internet auch schon online finden. Unsere nächste Snooker-Verabredung, die haben wir übrigens am 5. Oktober mit der European Tour aus Polen. Für heute sage ich danke, tschüss und bis dann, ihr euer Rolf Kalb. Snooker auf Eurosport wird Ihnen präsentiert von bwin.